Hallo, hier sind Daphne und Frau Meier. Heute geht es mal nicht um meine Arbeit auf der Bühne oder um das Designbüro von der Frau Meier, sondern um unsere privaten Leidenschaften, die uns verbinden. Ich bin wahnsinnig gerne im Garten. Ich koche sehr gerne. Und gemeinsam essen, kochen, schlemmen wir gerne. Und wir kennen uns halt schon ewig lange. Also seit mindestens 300 Jahren. Also wahrscheinlich sind es knapp über 30. Gell? Das wäre vor deiner Geburt gewesen. Oh, ich weiß immer wieder, warum wir Freundinnen sind. Und wir haben uns überlegt, ich erzähle euch dann ein bisschen was aus dem Garten. Ich koche dann für euch. Schnell, gesund, vegetarisch. Und lecker. Und lecker. Das ist wichtig. Und dabei quatschen wir natürlich, wie das also Freundinnen machen, die sich seit über 30 Jahren kennen. Und wenn ihr uns gerne dabei Gesellschaft leisten wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Willkommen. Hallo aus dem Garten, wieder mal bei perfektem englischen Hochsommerwetter. Haha. Heute habe ich gerade, reden wir über die Kohlrabi. Die Kohlrabi, wenn ihr schon mal gucken wollt, ziemlich gut gelungen. Gib es zu, die hast du im Supermarkt gekauft und hast sie jetzt extra für die Videos da reingesetzt. Die sind ja wie gemalt. Unter uns, die sind aus Plastik. Nein, Kohlrabi ist natürlich ein Teil der Kohl, als Teil der Kohlfamilie, eine Pflanze, die gerne humosen Boden macht. Das heißt also viel Dünger im Herbst einarbeiten, im Frühjahr gerne ein bisschen Kalk noch untermachen, weil Kohlpflanzen mögen auch gerne Kalk im Boden und brauchen immer viel Regen oder Gießwasser. Also sie brauchen Wasser, Feuchtigkeit, nur dann werden sie gut, weil Kohlrabi natürlich bei starker Hitze, bei Wassermangel dazu neigt zu verholzen und dann ist es halt kein Spaß mehr, den zu essen. Wenn man sich um alles kümmert, ist der wirklich ziemlich butterweich. Und keine Angst vor großen Knollen. Es gibt eine Sorte, die heißt Superschmelz. Die habe ich auch schon mal angebaut. Viele Leute, wenn die im Laden die sehen, kaufen die mir nicht, weil die denken, nee, die Großen sind immer ganz holzig. Nee, nee, wenn es die richtige Sorte ist, kann die groß sein und weich und lecker. Also das ist möglich. Die Sorte heißt Superschmelz. Aber erkennt man die an irgendwas? Nee, aber wenn die angeboten wird und ist so groß, dann kann man eigentlich davon ausgehen, das ist Superschmelz. Okay. Weil die Kleinen werden, wenn die so gut, also ich glaube nicht, dass die jemals so groß werden würden. Ja, und die kann man also roh essen, sehr, sehr, sehr lecker. Zum Stimmt. Abendbrot, ich mache das oft mal so Stifte, mag ich sehr gern. Oder halt dann gedünstet, man kann Aufläufe damit machen. Oder das klassische Kohlrabi-Gemüse, was wir aus unserer oberfränkischen Heimat kennen. Das stimmt. Also ist ein sehr vielseitiges und leckeres Gemüse. Stimmt, ich mag den Kohlrabi eigentlich auch sehr gern. Aber heute machen wir nicht das klassische fränkische Kohlrabi-Gemüse, sondern eine Kohlrabi-Frittata. Na, das klingt doch hervorragend. Da wünsche ich uns doch schon mal guten Appetit. So, hallo aus der Küche und los geht's mit der Kohlrabi-Frittata. Da bin ich gespannt. Ja, ich habe da schon mal was vorbereitet, also los geht's. Du, der Kohlrabi sieht von oben aus wie dein Knie. Hör auf! Was macht eigentlich dein Knie? Für die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen oder Zuschauer und Zuschauerinnen, was viele nicht wissen, bei den letzten Videoaufnahmen ist die Frau Meier nämlich ein wenig gestürzt. Sie war etwas zu wild beim Überqueren eines kleinen Zauns und dann hat es sie halt hingenietet und dann... Sagen wir es, wie es ist. Mich hat es über das Gatter für die Laufenden geschmissen. Und weil ich das Video retten wollte, habe ich die Kamera in die Höhe gehalten und bin voll auf die Knie gefallen. Also sagen wir es, wie es ist. Die Knie an sich, die Knochen, tun nur noch weh beim Treppen hochsteigen. Und die Blutergüsse unterhalb von den Knien sind auch nur noch Handteller groß. Also es wird... Aber das war noch lange nicht das Schlimmste. Ich habe in geistlicher Umnachtung war ich der Meinung, Bewegung tut gut fürs Knie. Bin wandern gegangen und habe mir beim Wandern in meiner neuen Wanderstiefel so großer Blasen gelaufen, dass die waren wirklich 5 Markstück groß. Entschuldigung, ich muss so lachen. Das ist eigentlich nicht so nee, das ist, aber ich kann mich wegschmeißen. Es war wirklich, ich...
Je öller, je döller. Also hatte ich diese großen Blutblasen unten an den Ferschen und die Knie kaputt. Und weil ich mich nicht bewegen konnte, bin ich so ölbe aus meinem Bett raus, dass ich mir so sehr die Leisten gezerrt habe. Ich konnte es nicht glauben. Es geht immer noch mehr, gell? Ich bin dann rumgekatscht wie quasi über 100. Auf jeden Fall. Für diejenigen, die der oberfränkischen Sprache nicht mächtig sein, rumkatscht heißt sowas wie rumgehumpelt, rumgeeiert, gell? Genau. Ja, aber ich war ja noch nicht fertig mit meiner ganzen Es Geschichte. geht noch weiter. Es geht voll. Ich bin ja in der Zwischenzeit geimpft worden. Da war mein ganzer linker Arm lahm. Was jetzt nicht so schlimm gewesen wäre, wenn ich mir am rechten praktisch mein Gips dran gehabt hätte für meine Sehnenscheidenentzündung. Von Maria, das ist ja wie eine alte Invalidin. So, Moment, wir verlieren uns ja völlig im Privatissima. Also der Kohlrabi wurde jetzt in Würfelchen geschnitten und dann in die Pfanne. Was Ja, hast du noch in die Pfanne gemacht? noch nur wegen Butter, der wird jetzt Ah, auch schon Butter. mal wegen gedünstet. Naja, um mein Elend noch gar fertig zu erzählen, hatte ich jetzt praktisch zwar kaputter Arm, zwar kaputter Knie, zwar kaputter Ferschen und die Leisten, die kaputt war. Und habe mir dann an der linken Hand noch so sehr die Finger verbrannt, an der Pfanne, dass ich fünf Brandblasen, wirklich an jedem Finger Brandblasen habe. Aber ich freue mich, dass du da fragst, wie es mir geht. Gut geht mir, es ist schon fast alles wieder verheilt. Oh Maja, das ist unglaublich, was dir mal alles passiert. Wenn's nicht, es war wirklich so, es war weniger elend, aber es war dann auch unfassbar lustig. Wenn ich mich dann immer von außen so angeschaut habe, musste ich wirklich immer lachen. Gott sei Dank, am Bauch war nichts. Eines der wenigen Teile, wo nichts gewesen ist. Ja, und der Kopf und Mund Ah, funktioniert. Ach herrlich. Gott, ja, musste ich jetzt einfach auch mal kurz erzählen. So, Herrlich. also, Kohlrabi sind jetzt in der Zwischenzeit geschnitten. So, Kohlrabi schneiden kannst du aber. Gefühlt Ja, jetzt schon eine halbe Stunde. genau. Aber ich habe ihn jetzt gewürfelt und jetzt in der Pfanne dünstet er das allerdings so vor Mit sich ein hin. wenig Butter. Mit ein wenig Butter, genau. Das Guter dauert Butter. jetzt, guter Butter, das dauert jetzt so lang, bis die anderen Sachen vorbereitet sind, was wir noch so brauchen. Also wir schneiden Frühlingszwiebeln. Guck mal, da bist du wieder ganz schnell. Ja, drei, vier Stück. Und dann haben wir noch kommt das Kohlrabi-Grün noch mit dazu? Ganz wichtig. Ah, Ja. viele Leute schmeißen es ja weg, gell? Ja, du kriegst es ja kaum im Supermarkt, wenn du Kohlrabi kaufst, ist ja nichts dran. Das könnte ich dir aber verraten, wo das gelandet ist. Wo Weil denn? meistens ja, so Leute, die Kaninchen haben oder so, die gehen immer in den Supermarkt und reißen das dann immer ab und nehmen das dann gratis mit nach Hause. Das machen ganz viele so Kaninchenbesitzer, Meerschweinchenbesitzer und so, die machen das. Ich weiß, woher ich das weiß, weil ich das früher auch schon Okay, naja, jetzt wissen wir, warum die Karnickel so gut schmecken, weil das Kohlrabi-Grün einfach sehr nährstoffreich ist. Aber Ja. wir essen es lieber selber. Wir Ja. essen einmal lieber das Grün, bevor wir die Karnickel essen. Genau. So sieht's aus. Jetzt kommen wieder die Eier. Ja, Eier Natürlich für die Frittata. von glücklichen Hühnern natürlich. Selbstverständlich, man könnte jetzt sagen, die kommen aus Michelau, wie glücklich man da sein kann, aber okay, die waren schon glücklich. Sind verschiedenfarbige, gell? Sehe Ja. ich. Ja, verschiedenfarbige Eier, man sieht es von außen. Innen sehen sie gleich aus. Da könnte man jetzt sagen, Rassismus schnell erklärt. Ja. So sieht's Auch wenn die aus. Hülle sich unterscheidet, aber da innen sind wir doch alle gleich. Menschen mit Stärken und Schwächen, nicht? Genau. So, jetzt So, haben wir jetzt noch kommt Sahne. Sahne. Normale Ne? oder saure? Normale. Normale. Okay. Und Normale das Sahne. wird jetzt wieder Geklöppelt oder halt, wie sagt man verquirlt. in Deutsch? Verquirlt Verquirlt. und in der Schweiz verklopft. Aha. Sehr Und charmant, finde dann? ich, das Wort verklopft. So, jetzt kommt Muskat? Muskat. Ach ja, wir haben ja gelernt vom Alfons Eier und Muskat, ne? Ist eine zwingende Kombi. Genau. Sehr Und gut. dann sind wir praktisch fast schon fertig. Okay. Jetzt kommt noch ein wenig Salz und ein wenig Pfeffer noch ins Ei, damit da auch noch ein wenig Geschmack ist. Genau. Und dann ist es
Ein super Abendessen. Frittata ist italienisch, gell? Frittata ist italienisch, genau. Im Gegensatz zur spanischen Tortilla. Tortilla. Okay. LL wird immer I ausgesprochen. Das ist wie Mallorca, nicht Mallorca. Weißt du, viele Deutsche haben ja dann diesen Hang zu Mallorca. Es gab sogar welche, die haben gedacht, Mallorca, Mallorca sind zwei verschiedene Sachen. Naja, egal. Jedenfalls, LL wird immer I. Okay. So, jetzt kommt noch ein Schuss Milch dazu. Wobei ich meistens Hafermilch verwende. Also Hafermilch geht genauso, gell? Ja klar, Hafermilch, Mandelmilch, jegliche Pflanzenmilch ist da super geeignet. Dann kommt der Schnittlauch. Ja. So, mal rumrühren, damit es nicht so anliegt. Aber der ist schon ziemlich gut gedünstet. Ich meine, der ist jetzt dann, bis wir alles fertig so vorbereitet haben, ungefähr 10 Minuten dünstet der da in der Pfanne. Genau. Achso, wir haben gar nicht erklärt, du hast angefangen. Die Tortilla, die spanische, ja, die wird von beiden Seiten dann später praktisch angebraten. Und die Frittata nur von einer, richtig? Genau, die Frittata kommt jetzt da so in die Röhre und kommt raus und ist fertig. Und die Tortilla wird gewendet. Genau, das ist dann immer das Meisterwerk, wenn das auf Tellern hantiert wird. Ja, genau, das ist immer ein schwieriger. Aber naja, die Frau Meier liebt es einfach. Deshalb lieber mal Frittata. Aber es schmeckt hervorragend. Das glaube ich dir gern. Sieht doch auch schon mal sehr gut aus. Und die Gartenkräuter, jetzt, die kommen dann zum Schluss drüber. Die kommen zum Schluss drüber. Da schau dir das an. Na, das sieht doch toll aus. Ja, genau. Und das schon sind wir fertig. Jetzt kommt noch ein wenig Schnittlauch drauf. Und fertig ist immer. Köstlich, wie unsere tschechischen Freunde sagen würden. Ne? Ja, genau. Ah, oh, Frau Meier, da freue ich mich jetzt aber drauf. Ja, ich und unser auch. Rezept gibt es wieder zum Schluss, wie ihr seht. Und wenn euch das gefällt, was wir hier so zwei Freundinnen zusammen verzapfen, dann abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr keins von unseren neuen Videos verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke neben dem Abonniert-Button und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Wir würden uns freuen. Ja, absolut. Und bis dahin, bleibt gesund. Und sexy. Tschüss.